Herzlich willkommen zu Fallout 4. Wir sind aktuell in Fort Hagen auf dem Dach sozusagen. Da kann man rausgucken. In der letzten Folge haben wir den guten Kellogg platt gemacht. Der hat uns immerhin erzählt, dass er unseren Sohn nicht hat, dass er dem Institut gegeben hat. Und wir müssen jetzt irgendwie das Institut ausfindig machen. Institut. So, wir sind jetzt gerade am Flüchten und müssen uns mit Piper treffen. Angeblich in Diamond City, aber Piper befindet sich in der Burg. Achso, Türen werden geöffnet. Warte mal, können wir den hier... Ja. Menschen des Commonwealth. Was? Was ist Wir sind die sterbende Bruderschaft. Ängstlich in das Dunkel starrend blieb ich stehen. Was geht denn bei denen? Ich denke sogar, kommt eine Stimme her, komische Lichter hier überall. Und dann habe ich über mir, also quasi in der Richtung, habe ich diese Motorengeräusche von den Vertibirds gehört. Und dann kommen die da einfach mal mit so einem fetten Kampfschiff an. Was geht denn bei denen, ey? Und ich sag vorhin noch so, boah, ja, die stillende Bruderschaft ist ja hier gar nicht so präsent, weißt du, in den letzten beiden Teilen konnte man so richtig Quests für die machen in der Zitadelle und da unten in dem Bunker und hier muss man nur Sachen für die holen. Ich dachte, das wäre hier nur so eine Randgruppierung, aber das hätte mich echt gewundert. Und dann, batz, mit so einem fetten Stahlzeppelin oder was das ist. Und wir sollen uns die Militärfrequenz anhören. AF95. Sämtliche Einheiten der Sternen Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Alles klar. Das machen wir später. So, wir sollen uns... Sprich mit Piper? Ja, aber Piper ist doch gar nicht da. Piper... Du bist 12, Leute. Sorry, da muss ich aber... Wir müssen eh nochmal ganz kurz da zurück. Weil wir so viel Zeug haben. Alter. Die Piper macht doch gerade unser Essen. Kind. Die ist doch gar nicht... Warum zeigt er das uns in Diamond City an? Das würde mich mal echt interessieren. Ich hätte nie gedacht, dass die Minutemen jemals wieder eine ernstzunehmende Macht sein würden. Da habe ich mich geirrt. Aufgepasst. Ich würde sagen, das ist richtig. Da liegst du gar nicht mal so falsch. Was hatte er? Das Ding, nee. Oder? Wo soll er das behalten? Konzentrier dich auf wertvolles Bergungsgut, sonst bricht sie dir mit dem... So. Wir müssen erstmal raus, oder? Nee, wir stellen unsere Dings mal hier hinten ab. Reparieren die und dann nehmen wir sie wieder mit, wenn wir weiterziehen. Bingo. Dann muss ich die nicht damit rausschleppen, da können wir sie nachher holen einfach. Oh fuck. Achso, wir haben verringertes... Ja. Den Fatman können wir übrigens auch verkaufen. Haben wir schon. Ja, moin. Hey, General. Ja, moin. Hey, suchst du noch eine Waffe? Naja. Lass mal sehen, was du so hast. Sowas in der Richtung. Tatsächlich. Ein Kronkorken. Ist das dein Scheiß Ernst? Naja, können wir da ein paar Sachen vielleicht tauschen? So, 44er. 45er.
Waffen. Fatman? Impro. Laserpistole. Modifiziert. Weg. Okay, ein bisschen was kann er uns noch geben. Wie wäre es mal mit 308er? Und zwar... Es muss 86 an Wert sein. Ja, gut. Mein Gott. Plus 3 kriegt er dann. Ist ja schon mal was. Daten? Nee, Inventar. Sauberer gestreifter Anzug. Das ziehen wir unserem anderen Kollegen jetzt an. Einer dieser Söns, die mich ausspionieren wollen. Hi. Willst du was kaufen? Wer hat denn die Bitte hier... Ja, ach, schau fuck, mal, was du bin ich auf Handeln gegangen. Ja, wahrscheinlich auch... Oh doch, der hat sogar Geld. Nee, verkaufen kann man hier nichts. Das hier. Oder? Nee, das lag ich auch rein. Ich gebe ihm allerdings mal den Anzug. Willst du ein bisschen handeln? Sowas in der Richtung. Mit dir tauschen. Schieß los. Ich schieß gleich los. Mhm. Hier und dann hier. Oh, guck mal einen an. Schnieke Händler haben wir hier. Ein Brahmin. Echt ein Brahmin? Wo läuft... Moment. Ich meine, mich erinnern zu können, dass... Nicht Läden, Ressourcen, sonstiges. Brahmin Futtertrog. Okay, wo machen wir den denn mal hin? Die können ja ruhig hier in der Ecke bleiben. Oder? Oder eher so hier vorne. Der läuft da hinten durch die Gegend. Ich weiß es nicht. Ich würde hier drüben so ansiedeln. Ja, er läuft schon straight hierher. Hier ist er so abseits irgendwie. Ich will ihn schon ein bisschen da haben, aber auch nicht zu weit weg. Na, das ist doch okay. Also, was sagt... Inventar ist immer noch... Stimmt, ja. Hehe. Wir haben ja noch... Das bauen wir um. Das Ding. Dann ein Stockwerk weiter tiefer haben wir... Das. Und das. Den Rest lagern wir in die... Waffenkammer ein. Ja, wir lernen aus der Geschichte, bla bla, hab ich schon mal gehört. Hör auf mich anzulabern dann, wenn ich den Job machen soll. Voltanzug? Wo ist denn überhaupt der andere Voltanzug? Naja. Nee, wir haben nicht unseren Volt-Anzug verloren, oder? Volt-81-Anzug? Aufgepasst. Läuft jetzt rückwärts? Sieht der Plan aus? Der Plan sieht aus, jetzt erstmal ein bisschen an den... An den Waffen... Was ist das hier? Unser Weltuntergangsprophet, oder was? Waffenwerkbank. Das Ding kann man, glaube ich, ablegen. Moment. Dann würde ich mal sagen, ja, die sind echt nicht so stark. Nehmen wir aber das Ding mit, weil das geben wir dann unserem Freund. Aufgepasst. Einmal hier und einmal hier. So, das ausrüsten. So. Das heißt ja nicht meine richtige Waffe. Okay, Lasergewehr. Optimierter Kondensator. Wie
baut man das denn um zu einem automatischen? Hier wahrscheinlich, oder? Automatiklauf? Ja, Wissenschaft 2. Scharfschützenlauf. Guck mal, Automatiklauf und Scharfschützenlauf, das macht so lächerlich viel Schaden. Und das Ding da sieht aus, als könnte es reichlich von beiden. Oh. Nee, das kann ich nicht machen. Wir brauchen eine automatische Waffe. Welche nehmen wir denn da? Können wir das Ding jetzt mal langsam umbauen? Ach, Rang 4. Scheiße. So. Hör mal ein. Schwerer Lauf. Ja, genau, so ein Ding machen wir da drauf. Weil es auch so viel Sinn macht. Ich weiß nicht, soll man... Reflexvisier? Warte mal, ich baue das mal. Guck mir mal an, wie das aussieht. Bewaffnet und gefährlich. Erfolg freigeschaltet. Boah, nee, sorry. Das kann ich nicht machen. Standard. So, das Ding nennen wir dann Punkt 44er. Ja. Oder? Doch, ich denke, das kann man so lassen. Das kann man eigentlich einbauen. Vollständiger. Mittleres, Reflex. Können wir hier noch was ändern? Ich glaube nicht. Schalldämpfer hätte ich trotzdem gerne. Naja. Das Ding sollten wir unbedingt mal ausprobieren. Laden gerade mal alles durch. Sofern es geht. Was war es noch? Nein, F, genau. Ah nee, stimmt, wir haben die Pistole ja weggelegt. So. Dann mach ich mal dieses hier und dieses. Und dann holen wir mal unsere geile Rüstung zurück. Ach, sie sieht so toll aus. Sie ist so wunderschön. Tschut, tschut, jetzt geht's richtig los. Inventar. Okay, warum ist es so fett überladen? Ist nicht fett überladen, aber es ist schon gut voll. Wahrscheinlich wegen den ganzen Hilfsmitteln. Wir müssen die echt mal was von verkaufen. Hier bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. So siehst du aus. Sag mal, was du so hast. Sag mir, was du haben willst. Der hat ja nix. Verdammt. Du hast nix. Hallo. Ich hab bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Klar, ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. Mir gucke. Die Dinger könnte ich noch, die ganzen Mods könnte ich noch loswerden. Ja. Dann, das war's, Hilfsmittel, genau. Also, das kommt weg, das kommt weg, das und das. Das hier. Jetzt haben wir noch 36 Platz. Naja, kann ich mitleben. Piper, die ist jetzt echt in Diamond City, die Dummnuss? Ja, stimmt, wir haben 11 Leute. Wir hatten 12.
Brahmin nicht... Moment, Brahmin kann man zuweisen? Hab ich da gerade Schüsse gehört? So, was kann man denn einem Brahmin bitte zuweisen? Ah, da hinten sind sie. Gar nicht so weit weg von uns. Oh, ich muss mich da mal nach der Aufnahme schlau machen, wozu man die Brahmins gebrauchen kann. Zuallererst gehen wir jetzt mal nach Diamond City, weil die Olli an Diamond City rumhängt. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen der Quest, damit man... Weil die Quest halt so eingestellt ist, okay, wir müssen die und die treffen, die ist normalerweise in Diamond City, weil die ja nicht wissen, ob man die schon als Begleiter geholt hat. Wir hatten sie geholt, allerdings hat sie ihre Ausbildung mit Bravour bestanden. Und, boah, jetzt müsste da eigentlich in so einem Todesschwadron-Anzug-Ding rumlaufen. Stimmt, was ja auch un... Ah, gucken, ob wir das dem anziehen können. Müssen wir nachher mal ausprobieren, oder? Nächste Aufnahme. Die müsste jetzt in so einer Stachelrüstung rumlaufen, wenn ich mich nicht irre. Hallo? Öffnen? Hä? Oh. Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Wir brauchen Hilfe, Piper. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet, er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Was macht die Schwester da im Hintergrund? Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Hm. Du sagst es. Er musste einen Weg rein und raus kennen. Ja. Aber wir wissen beide, dass er garantiert nicht auf einen Kaffeeplausch vorbeikommen würde. Wir können mit ihm reden. Wie wär's mit einer kleinen Seance? Wenn ich doch nur... Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Mir ist egal, was er wusste. Ich würde ihn sofort wieder umbringen. Das Hirn rausgepustet. Hm. Das Hirn. Vielleicht ist mir doch wurscht, ob denen das nicht gefällt. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Good Neighbor. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari. Die Meisterin der Erinnerungen. Hm. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Ein scharfer Eisportionierer wäre gut. Das schaffst du schon. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerung. Oh, ich nehme natürlich unseren Freund hier mit. Dann los. Er ist noch in der Ausbildung. Keine Sorge. Wir holen Piper ist bereit, dich zu begleiten. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Nee. Piper. Tja, das Institut hat eine Menge Feinde. Die Minutemen haben sich mit ihm angelegt und die Railroad tut's noch immer. Und dann sind da noch diese Emporkömmlinge, die stählerne Bruderschaft. Das Luftschiff der Bruderschaft ist kaum zu verfehlen. Die stählerne Bruderschaft ist nicht gerade zurückhaltend. Angeblich nehmen sie sich einfach, was sie brauchen. Ganz besonders Hightech.
Sie könnte stark genug sein, um dem Institut einen harten Kampf zu liefern, aber sie sind, sagen wir so, sie haben ihre eigenen Vorstellungen. Ganz ruhig, ja. Du hast die Railroad erwähnt. Angeblich bieten sie entflohenen Zins Schutz vor dem Institut. Aber sie sind verschwiegen. Extrem paranoid. Dazu fällt mir nur ein Gerücht ein. Eine Art Parole. Folgt dem Weg der Freiheit. Was weißt du über die Minutemen? Weißt du noch, die Gruppe, die du in Concord gerettet hast? Soweit ich weiß, sind das die letzten Minutemen im Commonwealth. Ursprünglich eine Freiwilligenarmee zum Schutz von Freunden, Familie und Nachbarn. Klingt eher harmlos, aber die waren mal ziemlich mächtig. Ich bin der General, du Flasche. In Ordnung. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Sowas in der Richtung. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Mit Piper zu reisen. Nick. So, Nick, schicken wir mal weg. Allerdings. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Das tun wir. Gut, gehen. Also für jede Story? Ich wüsste nicht, wer mich sonst. So, die Piper schicken wir wieder in die Burg. Die hat hier nichts verloren. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Nein, ich will nur gucken, ob du irgendwas Wichtiges dabei hast. Ach, die hat immer noch das legendäre Ding. Ach, ich kann sie behalten. Ganz ehrlich. Das brauchen wir nicht. Wir haben schon so eins. Oder eher gesagt, noch bessere. Auch kann ich gute was für Leute tun? Machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Sollte das Motto von Diamond City sein. Hey, hallo, Mister. Hallo. Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass Fremde Leute erschießen. Das ist wahr. Allen voran kleine, nervige Kackkinder. Scheiße, warum kann man hier keine Kinder abknallen? Mein Gott, die machen doch genauso einen Scheiß. Lauf nur, du kleine Plage. Sprich mit Dr. Armari. Wir haben viele Quests, die müssen wir alle machen. Hangman's Alley. Warum ist es nur 4%? Ist es nicht dieses kleine Ding da? Diese ganz kleine Siedlung? Oh Gott. Ich glaube, das ist diese winzige Siedlung, was so zwischen den Häusern war. Irgendwie. Ja. Warum ist sie verschlossen? Hallo, das ist meine Siedlung. Ich bin hier der Boss. Das wär's. Okay. 11 Leute. Ich muss erstmal das... Was bauen die hier für Sachen hin? War das vorher schon alles da? Moment, wo haben wir eigentlich diesen komischen Leitstrahl hingebaut? Ich muss den mal ausschalten. Es kommen hier immer mehr. Okay, hier ist ein bisschen voll. Das stimmt schon. Oh mein Gott. Wir sollten uns eventuell mal um gewisse Sachen kümmern. Haben wir das... Moment, haben wir das hier schon verbunden? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Warum sind jetzt nur noch 10? Sterben die oder was? Okay, wir suchen mal einen aus. Du? Nein, du? Du bist Versorgungsroute. So, als nächstes... Moment, als nächstes müssen wir hier mal aufräumen. Sorry, aber es geht gar nicht. Wir hatten diesen unnötigen Scheiß hier hingebaut. Was ist das? Oh, verdammt. Jetzt habe ich das weggemacht. Das kommt weg. Ich will mal sehen, wie viel Platz wir hier tatsächlich haben. Okay, nee, die Treppe hätten wir vielleicht nicht kaputt machen sollen. Oder? Ich weiß es nicht.
Warte mal, gibt's da so Treppen? Strukturen, Holz, Metall, Türen, Zäune, Metall, Wände, Dächer, Holz, Treppen. Nein, ich will nur eine ganz winzig kleine Treppe haben. Ja, maximal so groß. Perfekt. So, und als nächstes bauen wir hier mal ein paar Betten rein. Standardbetten, ihr kennt's ja. Und wir brauchen einige. Okay, hier ist genug. Okay, wie viel Platz haben wir hier? Es geht. Damit kann man leben. Das packen wir mal nach hier hinten. Ich weiß immer noch nicht, wofür man diesen bekloppten... Okay, die Siedlung ist echt nicht so groß. Vielleicht sollten wir ein paar Leute wegschicken. Aber nur die coolen. Wer ist denn cool? Der hier sieht nicht schlecht aus. Der hat sogar so eine Rüstung an. Du, die Burg. Du? Nein, du. Die Burg. Und du... die Burg. 7 Leute, einer ist noch. Obwohl, für 7 Leute schaffen wir schon, Sachen herzustellen. So. Zunächst einmal aus Holz hätte ich gerne einen Boden. Aber da oben kann man doch bestimmt was drauf machen, oder? Findet sie. Was? Da ist irgendwas. Wo? Was? Hä? Da wollte da hinten sich ein Fight geben oder was? Nee, sorry, gibt's nicht. Ich baue jetzt hier weiter. Ich hätte gerne mal eine Treppe, die nach da oben führt. Geht das? Kann man das machen? Keine Wahl, da ist überhaupt nichts gemacht. So, hier oben. Kann man hier irgendwas Tolles drauf bauen? Böden. Warum geht das nicht? Da brauchen wir sowas für, gell? Kann sich das nicht miteinander verbinden? Wir müssen in die Höhe bauen, das ist alles. Okay, nee, irgendwie... Ja, hier bauen wir noch ein paar Betten hin. Oder? Ja, Betten sind gut. Betten sind immer gut. Nee, so viel brauchen wir gar nicht. Das weg. So, Schutz. Nee, Moment. Zuerst machen wir mal hier sowas. Böden. Das Blöde ist, dass die hier halt zum Drecksloch wohnen. Nicht hier dran bauen irgendwie? Was ist denn das? Ach Gott. Da war es doch gerade. So. Das Ding? Ne, Moment. Eine Treppe war das. Hey, was war denn das dann? Böden? Hier. Hütten-Treppenhaus. Ja, perfekt. Kann man nämlich hier schön... Okay, eventuell doch nicht. Schön. Kann ich das drehen einfach? Da ist hier schon mal ein bisschen was mehr. Und hier drüben ist noch ein Abgang.
Den schieben wir noch mal ein Stückchen hier rüber. Okay, jetzt geht das, oder was? Können wir das hier so dran lassen? So? Dass man hier einfach so hochlaufen kann? Okay, das geht schon mal nicht. Ich dachte ja nur. Ne, dann müssen wir die echt hier... Mann! Das geht aber dann, oder? Bisschen näher vielleicht noch. Geht das nicht? Eben ging's. Naja, man kann ja hier hoch. Das ist ja in Ordnung. So, Schutz bräuchten sie noch. Schutz. Ein paar Schütztürme können wir bauen. Allem voran mal hier vorne. Hier. Dann hier drin noch welche. Dass sie auch wissen, dass sie beschützt werden. Hier und hier noch ein. Ich würde sagen... Oh, Wasser. Oh Gott. Stimmt, Wasser. Wie kommen die denn mit... Ach so, man kann ja auch diese anderen bauen. Ressourcen, Essen. Wo kann man hier was anbauen? Hier vorne? Hier hinten. Karotten sind auch perfekt dafür, oder? Ich weiß nicht, wie viel Essen die brauchen, daher pflanze ich einfach mal ein bisschen was ein. Die kümmern sich ja schon selbst darum. Das klappt ja alles. Normal. Was sind jetzt, wenn ich jetzt die hier nehme und sage, du machst diesen hier? Okay, jetzt ist einer wieder da. Jetzt ist ein Bett zu wenig. Oh Gott. Das ist ein Hin und Her. Okay, die Betten stehen hier ein bisschen bescheuert. Können wir die Betten hier mal umstellen, eventuell? Geht das? Nee. Neun Betten. Sollte reichen. Das Ding haben wir... Okay, das haben wir ausgeschaltet. Was war denn das nächste? Wasser. Genau, Wasser, Wasser. Wasser. Dann nehmen wir einfach hier sowas. Und machen das da, wo es keinen stört. Auch hier unten hin. Irgendwo. Hier hinten vielleicht. Oder so direkt hier drunter. Nee, das geht auch nicht. Man müsste es mitten in den Weg machen. Ich mache mir ein paar verschiedene, oder? Geht das hier in die Ecke? Ach, hier geht das hin, dummerweise. Ha! Natzt haben wir euch. Mitten auf den Schutthaufen. Mit der schönen... das Wasser aus dem Schutt rausholen kann. Naja, es sollte ja eigentlich reichen. Also. Oh Gott, jetzt haben wir wieder 10 Minuten lang hier eine Basis gebaut. Obwohl wir... Was wollen wir machen? Ah, stimmt, wir wollten nach Good Neighbor. Dann gehen wir mal nach Good Neighbor und beenden ja die Folge. Das hat... Was ist denn hier los? Das hatten wir schon mal. Ich erinnere mich, sowas hatten wir schon mal. Das sah ein bisschen anders aus. Das war ein Hund, glaube ich. Als ob einfach die Textur fehlen würde. Das schlimmste Loch im Commonwealth. Alles, was nicht Niet und Nagel... Ja, beschwer dich nur, mein Freund. Festes kommt hier durch. Huch, was macht der denn da? Naja, dann würde ich sagen, wir beenden mal hier die Folge. Wir setzen uns zur Feier des Tages setzen wir uns nicht auf diese Bank. Also, in diesem Sinne, viel Glück, viel Spaß euch noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von... Na, von... Alles klar, was passiert hier? Moment. Ja, ich habe Alt gedrückt und er steigt halt einfach aus. Sorry, Nick, dafür...
Ich wollte dich eigentlich nur schlagen, aber... Nicht zu Kopf steigen. So. In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.